Wir sagen Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß. Und ich bin Frank Buschmann und glaube, dass das heute spannend wird. So, heute bebt der Pott mal wieder. Das ewig junge Duell zwischen Schalke und Borussia Dortmund steht auf dem Programm. Wolf, eine der ältesten und auch eine der spannendsten Rivalitäten im deutschen Fußball. Auf dem Papier ist Dortmund im Moment die erfolgreichere Mannschaft, aber in diesem Duell kannst du das alles vergessen. Was wird uns die Borussia aus Dortmund heute zeigen, Buschi? Natürlich fangen die Spieler jetzt auch an nachzudenken. Die Qualifikation zum Champions Cup ist kurz vor Ende der Saison in Reichweite. Jetzt heißt es aber Ruhe bewahren und weiter punkten. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten ja heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Und so tritt der BVB heute also an. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Die Felditz Arena in Gelsenkirchen dient seit 2001 dem FC Schalke 04 als Heimspielstätte. Aber wie bei vielen modernen Arenen ist das natürlich nicht alles, was die Fans hier erleben dürfen. Nee, dieser imposante Bau wird auch als Veranstaltungsort für Konzerte, allerlei Events und mittlerweile regelmäßig stattfindende Biathlon-Wettbewerbe genutzt. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Der Ball rollt, Dortmund mit dem Anstoß. Es gibt Einwurf. Toprak. Und nun Sokratis. Nur ein Pace-Check. Schmelzer. Dahoud. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Michy Batshuayi. Er versucht's. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Bentaleb. Mit Marco Reus haben sie einen unglaublich torgefährlichen Mittelfeldspieler in ihren Reihen. Kein Wunder. Der Nationalspieler ist sehr, sehr schnell. Verfügt über eine tolle Ballbehandlung. Hat dazu eher noch nicht wissen. Gute Chance. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Dahoud. Weigel. Götze. Michy Batshuayi. Jetzt vielleicht. Mahmoud Dahoud. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Jetzt Götze. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da passt er auf und kann klären. Di Santo. Burgstaller. Kocipka. Und jetzt Freistoß Schalke.
Christian Oczipka. Klasse Aktion, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Für den BVB wird das heute keine leichte Aufgabe, Buschi. Nee, dazu sind die Teams einfach zu ausgeglichen. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Nastasic. Goretzka. Embolo jetzt. Und den spielt er gleich wieder zurück. Vorteil, Schalke 04 bleibt am Ball. Der Freistoß, klare Sache. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ja, da müssen Sie aufpassen. Da haben Sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Götze am Ball. Achtung jetzt! Dahoud an den Pfosten. Oczipka. Burgstaller. Gibt Einwurf für den BVB. Er wirft den Ball schnell ein. Weigel. Batshuayi. Jetzt vielleicht der BVB. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Und bisher konnten die Dortmunder dem Spiel noch nicht ihren Stempel aufdrücken. Götze. Ganz stark abgeblockt. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Da bekommt er Unterstützung. Abstoß. Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch noch mal. Batshuayi fängt diesen Ball ab. Die Chance. Er versucht's. Chance vorbei. Der Ball ist im Tor aus. Weg ist der Ball. Freistoß für die Schalker. Guido Burgstaller. Spiel war nicht gut, der Ball über die Linie. Naldo. Stambouli. Goretzka. Borussia Dortmund mit der Balleroberung. Und Reus. Mario Götze. Dahoud. Das war Pech, das ist Abseits.
Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Das könnte die Chance werden. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Goretzka. Batshuayi. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Und da verlieren sie den Ball. Stambouli. Di Santo. Embolo jetzt. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Was meinst du bislang über die Leistung von Marco Reus? Bisher tut er sich noch schwer. Kommt nicht rein in dieses Spiel, ist überhaupt noch kein Faktor. Ball. Achtung jetzt! Daoud an den Pfosten! Fängt diesen Ball ab. Die Chance! Er versucht's! Mario Götze. Daoud! Das war Pech, das ist abseits. Wir steigen ein in Durchgang 2 hier in der Veltins Arena. Breel, Donald, Embolo. Reus. Jetzt Piszczek. Und das ist der Ballverlust. Götze. Marco Reus. Und jetzt gibt es eine Ecke. Mit der Ecke. Mit der Faust kann er hier retten. Gut reagiert vom Torhüter, so verhindert er den Rückstand. Und Reus. Schießt er ihn rein. Očipka. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Er hat den Ball. Ja, da hat er gar keine große Mühe. So einfach dürfte es ihn nicht machen. So, und jetzt können wir noch mal schnell einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Den Ball kann er klären. Muss Einwurf geben. Piszczek. Schmelzer. Goretzka. Wird das eine Torchance? Da passt er auf. Nabil Bentaleb. Götze. Seine Beidfüßigkeit und die enorme Variabilität sind mit die größten Stärken von Mario Götze. Felix Magath hat ihn mal Jahrhunderttalent genannt. Und Magath soll es ja wissen. Julian Weigel. Super dazwischen gegangen. Da geht er dazwischen. Götze. Julian Weigel. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Geht vielleicht was über Mario Götze.
Burgstaller. Jetzt können sie vielleicht kontern. Und nun ein Schuss. Kein besonders guter Abschluss. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Nun Schürrle. Das war einfach. Und er hat den Ball. Götze hier mit Vorwärtsdrang. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und der Ball wird weitergeleitet. Reus. Reus mit der Hereingabe. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Wechsel bei Schalke 04. Reus geht raus. Das war kein gutes Spiel von ihm. Ist wirklich blass geblieben. Also der Wechsel ist folgerichtig. Jetzt kommt die Ecke. Hier war noch gefährlich. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Den Ball holt er. Goretzka. Götze. Michi Batschu. Schuss von Götze. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Meier. Burgstaller. Das könnte die Chance werden. Götze am Ball. Dahoud. Julian Weigel. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Meier. Und jetzt Freistoß Schalke. Jetzt kommt der Wechsel. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Dahoud. Das macht er gut. Burgstaller. Könnte jetzt was werden. Jetzt die Flanke. Götze. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Wird's jetzt gefährlich? Stambouli. Der Ball wieder bei Dortmund. Schöner Pass. Guter Steilpass. Und jetzt die Chance. Der ist drin. Das ist Derby-Drama pur. Sie holen sich die späte Führung. Und hier sehen wir nochmal diesen Führungstreffer in der Nachspielzeit. Und nach menschlichem Ermessen wird das wohl auch der Siegtreffer sein. Ich glaube nicht, dass die anderen hier nochmal ausgleichen. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Burgstaller. Fairer Einsatz hier. Mehr Offensive jetzt also bei den Schalkern. War auch notwendig, denke ich. Okay. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Völlig verdienter Sieg und auch spielerisch haben sie heute überzeugt. Was für eine Offensivleistung. Ein Feuerwerk.
Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Jetzt vielleicht. Mahmut Aouz. Götze am Ball. Achtung jetzt. Daoud an den Pfosten. Fängt diesen Ball ab. Die Chance. Er versucht. Mario Götze. Daoud! Das war Pech, das ist Abseits. Reus mit der Ecke. Mit der Faust kann er hier retten. Reus mit der Hereingabe jetzt. Schöner Pass. Guter Steilpass. Und jetzt die Chance.